Willkommen zum zweiten Tag mit Small Boss the Third Scareclaw Deck. Wir spielen gegen Major Duncan, der gerade ein Cyanide Mining gezündet hat und Salaman Great spielt. Wir können hier rein. Also das Ding ist. Also wir können. Der hat gerade ein Salaman Great auf Fire discarded. Das heißt, der hat, was er braucht. Ja. Weil der, das ist der Starter. Ja. Ergo würde ich jetzt vorschlagen, wir eschen das nicht. Und eschen dann später was. So eine Gazelle oder so. Wäre wahrscheinlich sinnvoller. Weil dann müssen wir nur mit einer Trap dealen und nicht mit zwei. Wäre so der Plan. Ah. Das ist ein Buffalo. Ach so, er hat quasi so dermaßen alles, dass er... Mhm. Got it. Na dann, das zu eschen macht wenig Sinn. Außer... Okay, nein, es macht wenig Sinn. Oh, interesting. Aha, ja. Es macht so wenig Sinn, dass es das gar unmöglich ist. Ich überlege jetzt gerade, ob sich dadurch irgendwas ändert. Eigentlich nicht, ne? Nicht wirklich. Wir warten nachher auf die Gazelle. Weil der... Der wird ja Hund zu 99,7% mit dem Parallaxiden Dweller bauen, ne? Ist von auszugehen. Der Dweller stört uns jetzt eigentlich nur so medium? Wir haben nicht viel. Also der Dingens hier, der Scareclaw, der kleine, Lightheart. Ja. Aber ansonsten... Eigentlich nicht viel. Okay, wir hätten gerne den... Holla. Wir hätten gerne den Graveyard, ja, aber wir brauchen keine Effekte im Graveyard. Wir wollen nur, dass Sachen da landen. Dweller ist ja kein Necro Valley. Was? Ich bin gerade schwerst mehrfach überfordert. Das ist ein Tuner. Ja. Und jetzt darf er sich noch einen Tuner suchen, ja. Also jetzt brauchen wir Anima zwischendurch Ashen. Weil jetzt nee. Weasel, ja. I guess. Achso, ja, logisch. Mhm. Ja. Mhm. Feuer ja. Und so. Ja. Mhm. Okay, Jackster. Jawohl. So, jetzt kommt der. Aha. Wenn er Rage Phoenix relinkt, müssen wir den übrigens ashen, weil der sucht sich sonst die Trap und das muss ja nicht sein. Jo. Wollte gerade sagen, da verbraucht er erst noch den Field Spell, aber da ist er. Ja, den hat er ja schon die ganze Zeit auf der Bratzen. Ja. Ja, aber er muss jetzt noch aktivieren, das meine ich damit. Versucht da gerade Nomega die Möglichkeit zu finden, den Phoenix zu, den Rage Phoenix zu relinken. Oder man geht erstmal dafür, I guess. Kann man auch zuerst machen. Ja. I guess. Jo. Ist ja gar nicht, das ist nicht Stufe 10, die Kombination insofern. So, der Wiesel kann jetzt was? Re-adden, glaube ich. Target one. If you do special summon that monster to your opponent's field, then draw one card. Sure, dann haben wir ein Monster. Jo. Auch gut. Wir spielen ja nicht mehr Exorcister. Außer wir topdecken ist ein Fenrir, das wäre doof. Der Salaman Great of Fire. Ach so, der kann ihn jetzt. Ach so, ja klar. Okay, cool, I guess.
Ja, damit haben wir Fenrir auch wieder. Ja. Ich weiß jetzt immer noch nicht ganz, wo er hier eigentlich hin möchte. Also ja, wir haben nach wie vor die Arbeitshypothese Dweller. Der wird wahrscheinlich gleich relinken wollen. Ja, genau. Genau. Nein. So, und hier fliegt jetzt die Ash. Der ganze Rest war in Ordnung, aber die Countertrap braucht er wirklich nicht. Mhm. So, was kommt jetzt noch? Das ist die Frage. Also das, also wenn er die beiden... Das Ding ist, er muss halt irgendwie jetzt... Er muss halt die Promethean Princess und den Rage... Ich würde jetzt wahrscheinlich unironisch den Promethean... Die Promethean Princess... Also macht er jetzt offensichtlich nicht. Aber ich hätte an seiner Stelle jetzt unironisch Promethean Princess und Rage Phoenix in den Sunlight Wolf gelinkt. Und dann... Hi. Wow. Und dann... und dann sonst was gebaut, um quasi den Sunlight Wolf irgendwie... Also, dass halt die Promethean Princess wieder im Grave liegt, weil jetzt liegt sie nicht im Grave, das heißt, die darf nicht... Ja, also wir können jetzt einfach mal den hier normeln und nichts kann er dagegen machen eigentlich. Wir gucken jetzt trotzdem einmal ganz kurz in seinen Grave, weil ich ein paranoider Mensch bin. Hat irgendwas davon irgendwelche lustigen Graveyard-Effekte? Ja, der hier konnte doch, glaube ich... Nein, der nicht. Der kann nur einmal Zerstörung verhindern. Ja, von, genau. Ich glaube, von nur Salat, ne? Von explizit Salat. Ja. Okay. Kann der Rage Phoenix was im Grave? Ja! Actually. Ja. Er kann wiederkommen. If a face-up fire, you can target... Okay, ja, der kommt zurück. So, passt. Zeit, wir normen jetzt Reichhardt. Ja. Ja, das... Zeit wird schon. Nee, wird's nicht. Sure. Mangels Option, das zu verhindern. Dann gehen wir mal in Lightheart, I guess. Jo. Jetzt kann ja keine Ash mehr kommen. Dann gehen wir mal was angeln. Nicht anketten, ja. So. Also du bist ja schon raus und genormelt haben wir auch schon. Alles sind, wie viele Monster sind in Death? 2. Das sind wir denen noch dazu specialen, haben wir die 3. Ja, oder halt irgendeinen gesearchten Scareclaw jetzt dazu specialen. Ja. Kann einer von denen was wir jetzt haben wollen? Ich glaube, die haben einfach nur die Effekte gegeben. Die geben alle nur Link-Monstern Effekten. Ja. Die machen alle nix. Okay, dann würde ich sagen, holen wir den, der sagt, du kannst öfter angreifen. Astra. Weil öfter angreifen klingt hier nach einem Play, um das Board zu brechen. Ja, du musst halt bis zu unserem Link 3er kommen. Ja. So. Was schießen wir denn kaputt? Nicht die Promethean Princess. Nee. Wir können auch erstmal weitermachen und später kaputt schießen. Der 3 konnte auch irgendwas wiederholen, glaube ich, oder? Ja, genau. Also wir können auch erstmal jetzt den hier holen und dann... Ja. So, banish dich, I guess. Mhm. So, hol den Link 3er. Ja. Aktiviere den Link 3er. Kommst du zurück? So, wer hat jetzt mal was gemacht von denen? Der hat Piercing Damage gemacht, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. So. Wir könnten den Fieldspell kaputt schießen, theoretisch. Wie viel Damage macht er denn gerade? Das hier sind 2-2 plus 2-4. Ne, ist nicht Liefel. Was können wir jetzt noch bauen? Ja, weitere Linkmonster halt.
Greifen wir es erstmal einfach an? Ja. Jetzt basteln wir ja nichts mehr. Ist auf ihr ein Friedhof, die Princess. Ja. Und der kann ja nur mit mehr Attack wieder, das ist ja wurscht. Dann darf der wiederkommen, dann schießen wir mit dem Fieldspell kaputt. Zum Beispiel. So, er darf natürlich die Zerstörung verhindern. Wie oft dürfen wir jetzt zuschlagen? So viel wie Monster in Death liegen, oder? Nee. Achtung, nochmal auf Defense. Scareclaw ist aus U-Control mit O. Ja, wir dürfen zweimal angreifen. Okay, das ist nicht viel. Nein. Okay, das wenn heißt, wir den angreifen, dann bin ich aber, der ist ja nicht once per turn, ne? Der ist once per turn. Der ist once per turn. Okay, das heißt, machen wir jetzt den kaputt, oder? Zum Beispiel, ja. War so geplant. Weil jetzt ist der raus und wir können den da loswerden. So, genau, der aktiviert sich, er kommt zurück mit mehr Attack. Und jetzt macht der Fieldspell ihn kaputt. Ja. So. Ja, das war's, glaube ich. Wie gesagt, der Death Position Monster kann keine Effekte benutzen, ne? Ne, er ist uninfected von Death Position Monstern, ja gut. Ist gegen ein Link-Deck nicht so pralle. Ja, dann go, I guess. Mhm. Ja, die Ash hat halt wehgetan, weil das hat ja uns von der einzigen Möglichkeit gecuttet, Interaktion zu suchen. Ja. Mal gucken, wie heute uns die zweite Ash bringt. Weil das ist unsere einzige Interaktion jetzt. Ja. Ja. Das können wir nicht ashen. Ich dachte gerade schon, der kommt mit extra Bums zurück. Nee, das ist nur der normale Dude. Den kann der jetzt relinken. Okay, oder er kann Buffalo haben. Schon. Also den Hinweis ist nicht daran, dann ist noch ein Access Code Spawn, uns zu killen, ne? Muss man halt auch sagen. Na doch, aktuell hindert ihn da schon was dran. Er muss die Promethean Princess vorher noch weglinken, bevor er das machen kann. Ja gut, aber das jetzt nicht. Okay, er hat's nicht gemacht. Aber er will sich gleich die Ash holen, also insofern hat er definitiv irgendwas vor. Ja. Jo. Sure. Die kann man nicht banishen mit Scareclaw, insofern. Leo, okay. Ah, da ist die Gazelle. Okay, ja. Was kommt der nochmal, wenn er gerelinkt wird? Ja, ne, kann die Attack von was runterdrehen. Na gut, damit wird unser Viech los. Ach, wir Ashen Gazelle nicht, okay. Ich wollte eigentlich nur das Fenster wegklicken. Ja, du hast weggeklickt, ob du auf den Effekt von Gazelle gerne reagieren wollen würdest. Habe ich wohl zu schnell Rechtsklick gemacht. Ich wollte eigentlich nur das Fenster hier wieder zumachen. Da kam ich gerade in dem Moment das Ding hoch. Ja gut. Mhm. Wie gesagt, Heatleo hätte unser Link Dreifig so und so fertig machen können. Kann er nicht nur once per turn relinken? Oder habe ich da was falsch im Kopf? Er kann nur once per turn mit dem Field Spell relinken, aber er hat jetzt gerade eben, hat er den Link einfach nochmal gebaut. Hat. Achso. Oder? Nee, er hat doch gerade mit dem Field Spell gerelinkt, oder? Achso, ja, dann können wir das wegen mir jetzt auch ashen hier. Die wird eh immer besser, die Ash. Aber wenn er jetzt halt Heatleo relinken will, also halt wiederholen will mit seinem Effekt, muss er jetzt halt wirklich richtig den linken und kann nicht relinken. Nicht, dass das stören würde. Also der Link-Material ein bisschen
alle Ewigkeiten. Okay, wir gehen vorher noch in Sunlight Wolf. Ja, das hat er gemacht, um Promethean Princess loszuwerden. Ja gut, wenn damit er wieder in Non-Feuer-Monster linken darf. Ja gut, aber wenn er in Heatleo das Heatleo-Kill machen will, braucht er dafür die Promethean Princess nicht loswerden. Weil wie gesagt, mit Heatleo wird er unser Scareclaw ja auch los. Er braucht da keinen Access Code. Okay. Was kommt denn jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht spielt er keinen zweiten Heatleo, weil irgendwas muss man halt, also irgendwo ist das Extra-Deck halt auch begrenzt so. Ne? Achso, jetzt will der crashen oder was? Oder? Ne, warte, der hat 2,8, nicht 3K. Ja. Oh. Wie? Nee. Ach so, doch, ja, klar, logisch. Ja, so funktioniert's dann. Attack-Buff. Okay, ja, dann müssen wir jetzt was ziehen, ne? Na, ein bisschen was haben wir ja. Ja, nicht viel. Ja. Sagt der Monster oder Karte? Monster. Dann holen wir eine. Ein Scareclaw. Ja. Banish. Einen der kleinen Namen. Ich glaube den, oder? Oder den, ist es egal. So, kann er Promethean Princess machen? Oh, er macht's nicht. Er verkneift es sich, sehr schön. Dann können wir doch jetzt an der Stelle den nächsten Lightheart bauen. Genau. Ja, dann kann der den nächsten Fieldspell suchen und dann können wir hoffen, dass wir Reichhardt resolven dürfen. Warum denn jetzt? Sure, Buddy. Gönn dir. Von allen Momenten, warum jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich beschwere mich nicht. Ja, okay, meinetwegen. Sure, Buddy. Dann hol den auch noch zurück. Ja. So, weiter geht's. Heal Spell. Ja. Doch, natürlich. Ja, okay. Wir hatten auch Doppel-Ash, also insofern. Schnief. Wir hätten es halt gehabt. Ja. Wir hätten es halt gehabt, so. Ja. Also jetzt nicht zwingend gewonnen, aber da wäre schon gut gehabt. Was gegangen. Schnief. Gott, ist das traurig. Ja. Anyway. Wir haben jetzt nicht wirklich Handtraps von ihm gesehen, aber ich nehme an, wir spielen Judgment statt der Super Poli. Wahrscheinlich. Was ist denn das? Ja, hier. Das neben dem Judgment? Achso, You can target one. Ja, wenn man drankommt, das suchen kann, dann nehmen wir das doch mit. Ja, komm. Dann tun wir das noch rein, statt der, ja. So, und der Rest macht wenig Sinn für Go First, glaube ich. Ich meine, wir kennen die Ash. Insofern können wir Talents nehmen, schätze ich, wenn wir das wollten. Wir kennen nur Ash. Aber das reicht nicht. Wir kennen nur Ash. Das reicht nicht. Weiter im Text. Jupp. Wir gehen First. Ja, also Pro-Tipp zum Thema Adventurer Engine. Man will den Equip und den permanenten Spell nicht ziehen, den Rest will man schon ziehen. Da haben sie was falsch verstanden. Ja, okay, ich guck danach. So, Ash. Das hätte ich jetzt, vielleicht nicht mit Reichphobia angefangen. Ja, wir hätten auch Normal Summon into den anderen machen können, das ist richtig. Ja. Ja. Um ihm quasi die Chance zu geben, das zu verbocken. Was kann der Permanente, kann der jetzt was suchen? Der Spell. Nee, achso, der Spell. Ja, der kann was suchen, klar. Die Frage ist halt nur, wie weit kommen wir damit, wenn der was sucht. You can. Der kann alles, der kann quasi die gesamte Engine suchen.
halt ja, nicht gut. Okay, also wir können damit den Token suchen, wenn wir wollen. Ja. Das bringt uns halt nicht wirklich weiter. In was enden wir denn dann? Lass mal bitte kurz extra Deck gucken. Der Light hat kann keinen Starfrost direkt suchen, ne? Der kann nur Fiendspell suchen. Wir können den hier machen, discard den, special Token, normal den, special den, gehen den Link 3er, hol was zurück, such Reichhardt. Das würde gehen. Ja, dann machen wir das. Wir suchen und discarden einfach die ja, sie halt. Ja, genau, wir suchen und discarden sie. Dann banish sie. So, noch eine Ash geht ja nicht. So, wir sind nicht eingeschränkt, was wir auf dem Feld haben dürfen. Ne? Nein. Wir müssen halt einen Scareclaw haben, ansonsten alles andere ist denen wurscht. Ja. So, wir gehen natürlich trotzdem über einen Leiter, dass wir den nächsten Titel auf der Hand haben, weil Mhm. Ja. Achso, ja, natürlich. Add to hand. Ja. Kein Grund zu equippen. Das machen wir nachher. So, dann normal dich. Braucht der 3-Effekt-Monster? Ja. Warte, dann ja, müssen dann wir. Dann müssen wir erst links bei da oben bauen und dann Leiter ja. drunter. Gut aufgepasst. Ja, es gibt ja doch einen Haufen Effektmonster, die. Hallo? Ja. Warum durfte Leiter jetzt nicht suchen? Das ist eine gute Frage. Wir haben doch die Runde noch keinen gebaut, oder bin ich jetzt. Oder darf der nur suchen, wenn er in die Extra-Monster-Zone geholt wird? Ja. Ja. Okay. Oh, wow. Ja, aber gut, wir mussten hier über den. Priorität war ihm sicher. Ja. Ja. Ich denke, jetzt ist er im Friedhof, das ist ja auch was. Wir haben ja noch einen extra Deck, also geschenkt. Ja. So. Kommst du? Ja. Kommst du? Twinsaw, oder? Was findest du nochmal? Ja. Der Revive-Spell könnte jetzt was reviven und dann. Was kann der noch, wenn man 3 Defense Position Monster hat? Eine Karte ziehen, glaube ich, oder? Nee, gar nichts. Nee, gar nichts, okay. Der dann Twinsaw. Und wann genau konntest du nochmal. Er sendet sich selber auf den Friedhof, okay, ja gut. Die Twinsaw konnte irgendwas, wenn man, Link 3 Ohio und so eine Field, you can banish this card from your graveyard for the rest of the turn your player can activate the effects of Link Monsters on the field. Das ist gut. Ah, das wäre aber. You can only. Warte, wie war das? You can only activate? One Scareclaw Twinsaw per turn. Das ist aber egal. Ja, also wir aktivieren ja den. Wir aktivieren ja nur eine. Das andere ist ja der Effekt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Ja. Dafür, wie es anfing, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ja. Unser Follow-up ist sogar okay. Mhm. Kaiju. Ras 4 Mode. Dann möchte ich aber sehen, wie der einen Salat ohne Normal Summon eine Combo hinlegt. ich habe ein Déjà-vu. Okay. Jo. Ja, ja. Das, sure. Das Twinsaw haben wir natürlich nicht. Also, nicht, dass wir es könnten, aber wir tun es auch nicht. Nee. Ja, okay, dann aktiviere deine Gazelle. Jo! Jo. Muss ich schon auf dem Feld sein, damit der Effekt benutzt wird? Nee, das ist egal. Wir können das jederzeit machen. Ja, gut. Da müssen wir es ja nicht vorher umdrehen. Aber wir chillen jetzt, weil wir wollen ja erstmal, dass er 2 Monster kontrolliert, dass wir dann Twinsawen können, damit die Twinsaw dann im Grave liegt. Was nämlich der wichtigere von beiden Effekten ist. Genau, der darf jetzt wunderweiß was reinlegen, am liebsten einen Extender oder so, den er dann rausholt.
Also schön wäre, wenn er sich jetzt einen Extender reinlegen muss. Okay, Jack ist jetzt nicht der Extender, den ich sehen... Ah ne, warte, dann. Das heißt, er kann Wailings bauen. Ja. Sure. Also, dagegen können wir jetzt eh nichts machen. Nee, wir könnten den Effekt von Wailings negieren. Cool. Zerstören wir auch oder negieren wir bloß? Nee, wir negieren bloß. Oh. Wir könnten auch jetzt Twinsorn. Der... Warte, der buddelt wir auf den erfolgreichen Resolve vom Buddeln. Okay. Oder so. Ich meine, er kannte Twinsor. Ah, nein, er kannte Twinsor und ich glaube, er hat hier surrendert, weil er sich verklickt hat. Er wollte den Normal Summon Effekt von Foxy nicht machen. Kann auch sein. Er hat den zweiten Effekt nämlich noch gebraucht. Anyway, wir gehen second. Twinsor sah das jetzt gerade nach einem Deck aus, wo man Evenly drüber feuern wollte? Ich meine, er hat schon das Feld ganz gut vollgekotzt. Ja. Aber ich glaube, Super Poli ist... besser. Na wobei, was tut Super Poli? Es räumt zwei Random von seinen Bulk-Viechern da auf, die niemanden interessieren. Ja, der hat ja keine Dark Monster oder so. Für die wirklich ja. guten Targets. Also die Viecher, die da rumgelegen sind, haben uns halt alle einen Dreck interessiert. Ja, lieber so. Evenly. Ja, oder wir kicken die komplette Adventurer-Engine und dann haben wir richtig Platz. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Und dann noch die drei, dann Evenly rein, Super Poli rein, Talent eigentlich rein. Eigentlich alles außer Necro Valley. Ja, oder? So basically. Ja. So. Ja, aber ja. Lightning Storm bringt nichts, er hat Bailings. Genau. Passt. Swap Finish. Side-Decking. In bevor er uns jetzt babuselt und First checkt. Wobei, das nehme ich. Wir haben immer noch Twins im Deck. Und Salat hat actually Schwierigkeiten, durch eine Twinsaw durchzuspielen. Mhm. Nein, er geht first. Okay. Aber hey, wir haben eine gesidete Karte gezogen. Die Hand... Ja gut, bei 11 gesideten... Nein, 8 gesideten Karten. 8, ja. Weil drei davon waren ja nur... Aber trotzdem, bei 8 gesideten Karten... Könnte man mal meinen, dass man mal eine... Also die Hand ist mega. Stirbt an Droll, aber sie ist mega. Was kann der permanente Spell nochmal? Der sagt dafür, dass wenn ja... dass unsere Linkmonster geschützt sind. Ah, das kann... Ja, das ist eigentlich voll gut. Dann kann er nicht... Dann kann er sich seine Princess sonst wo hinschieben. Vorausgesetzt, jetzt hätte sie so ab wie vorhin. Ja. Beziehungsweise... Okay, das ist schon mal schlecht. Ja, der soll mal. Ich mein, ach, Gazelle Hamano. Nicht, dass wir die Option hätten, hier irgendwo dazwischen zu fahren. Psst. Weiß keiner. Gut, Foxy weg, das ist eine Ressource weniger für den nächsten Zug. Weil der wird den nächsten Zug haben. Stand jetzt. Ja, der wird sowas von den nächsten Zug haben. Okay. Die letzte Handkarte kennen wir nicht. Ist also potenziell Ash. Also ich meine... Es gibt Draws, die Sache... Letzte Handkarte kennen wir nicht, ne? Nee. Das Circle Target, was war das Circle Target nochmal gewesen? War das Gazelle? Ja. Okay. Ja, er hat wieder diesen Weasel-Tiger auf... Was auch immer. Er hatte wohl nicht genug. Ja, aber also wenn er wieder für ein ähnliches Board wie vorher gegangen wäre. Boah. Pankratops dealt mit einer der beiden, weil wir specialen den. Entweder das negiert er sofort oder wir schießen random auf eine von den beiden und hoffen halt, dass wir die. Dass wir. Naja, was heißt hoff. Also die Traps stören beide. Wir treffen halt eine davon. Ja. Genau, und dann... Gibt's doch die Chance, dass wir sowas wie Evenly nachziehen. Und dann ballern wir... Und dann gucken wir mal ins Terraforming und das resolvet dann besser, sonst sind wir platt. Also wie gesagt, wir ziehen ja auch noch eine. Ja, immer unter der Annahme, dass wir ein Blank nachziehen. Aber wir haben nicht viele Blanks im Deck. An der Stelle.
Nee, weil jetzt haben wir die Adventure Engine ja rausgeschmissen. Ja. Weil sämtliche von den Kashtiras machen ja auch was. Ja. Fenrir wäre auf jeden Fall auch okay gewesen. Und so. Also, ja. Wir hatten... Den Top-Deck hätte es wahrscheinlich gebraucht, so wie die Dinge stehen, aber es hätten sehr viele Top-Decks sein dürfen. Und dann wäre quasi die Idee gewesen, dass man erst Lightheart baut, ihn den zusammenballern lässt und wenn er darauf nicht zuckt, aktiviert man dann den permanenten Spell, damit er den Tryhard nicht hochjagen kann. Ja, das klingt auch ein Plan. Ja. Dann bauen wir mal um. Mhm. So, also wir haben Fenrir, das gesamte Adventurer-Token-Package, Visas, Scareclaw-Cash, Reichhardt, Ash, Akro, Astra, Balone, Arrival, Terraforming, Superpoli, Defanging, Pressure Planet, Primitive Planet, Dragback und Twinsaw. Also, Scareclaw. Macht alleine war es aber nicht genug, deswegen kombiniert man Sachen. Du hast dich jetzt für die Adventure Engine entschieden. Die Frage ist halt jetzt, was machen wir damit? Wir können die Adventure Engine drin lassen. Wir können sie durch eine andere Engine ersetzen, die ebenfalls Scareclaw stärkt. Die Frage ist halt, welche funktioniert da gut? Eine sehr beliebte Option ist ja Kashtira. Einfach weil die Karten ja von Natur miteinander verwandt sind. Problem ist halt, Kashtira, die geben dem Deck First Turn nicht viel. Also klar, mit Fenrir und Unicorn hast du ein bisschen mehr Boardpräsenz, du hast dann was, aber halt nicht viel. Go Second, du kannst die klassischen Boardbrecher 7er Exis bauen, aber sie sind halt mehr ein bisschen Harassment als wirklich ein Negate, wie es jetzt hier zum Beispiel der Griffin Rider ist. Eine andere Methode wäre Vanadium. Wahrscheinlich die naheliegendste, Problem an der, dann spielst du kein Scareclaw-Deck mehr. Dann spielst du ein Manadium-Deck mit einer Scareclaw-Engine und da du ja die ganzen Kleinen drin hast, gehen wir mal davon aus, du willst Scareclaw spielen. Insofern wäre Manadium entgegen dieser Idee. Ja. Was dann noch bleibt, naja, der Blödsinn mehr oder weniger so lassend, wie er ist. Und quasi nur ein paar Schönheitsoperationen vornehmen. Wenn wir die kleinen runtercutten wollen, macht wahrscheinlich der hier am meisten Sinn, weil der hier ist actually ein guter Effekt. Ja. Also von denen der beste wahrscheinlich. Genau. Also fliegst du mal raus. Ich würde den Revive-Spell dreimal spielen, weil der ist schon arg gut. Da. Plus, der ist halt nicht nur Combo-Extender, der ist halt, der doch, er ist genau das und dann halt noch was, also ja. Der ist nicht nur Search-Target, den willst du ziehen. Ja, ich bin kein Freund von Ash-Main-Deck in dem Format und kein Freund von Super-Poly-Main-Deck in dem Format. Vor allem, weil wir mit dem aktuellen Setup halt nur diese beiden als Non-Engine-Karten haben und da willst du, wenn du wenig Non-Engine hast, dann soll die eigentlich High Impact sein. Ja, und Ash ist halt Ash tut halt straight gar nichts, weil du benutzt sie, um dem Gegner einen Extender wegzunehmen und gibst ihm dafür einen Extender, weil jetzt hast du ihm gerade eine Heaterline geschenkt. Und im aktuellen Format rennen halt viele Decks rum, die Heater spielen, weil jeder Feuer spielt. Ja. Und mit jeder ist wirklich gemeint. Jeder. Und also. Super, ja. Und Superpoli kann zwar theoretisch Impact haben, aber es ist. Es ist nicht allgemein genug, um gegen viel genug High Impact zu sein, sagen wir mal so. Es gibt Decks gegen die Super Poly Super. No pun intended. Aber für Main Deck hast du eine bessere Option. Ja, das Problem mit Super Poly ist halt, du kannst Emblow Veil und den Flame Burst wegmachen. Und dann triggert Flame Burst, holt zwei Einser wieder zurück und die suchen beide was, oder beziehungsweise
Oder ja, also entweder suchen beide was oder einer davon ist Birch, der dann im gegnerischen, der dann in deinem Zug wieder einen Flambash hochholen kann. Außerdem hat er die Promethean Princess noch live. Emblowale Graveyard Effect ist live. Da liegt dann einfach immer noch eine Menge Holz, nachdem man das Feld über den Haufen gesuperpolied hat. So, also nichts gegen Superpoli, Side, aber nicht im Main. ja, nee, Main sehe ich die gar nicht. Also ich würde die rauswerfen, ich würde die in Side tun, Judgment dafür raus und die Trap raus, die Scareclaw Trap, weil die ist Kacke. Und wenn du Superpoli im Side spielst, dann brauchst du ja kein Go First Side in mehr, weil du keine Karte hast, die du jetzt unbedingt rausziehen musst, wenn du First gehst. Jo. Genau, und dann tun wir jetzt Karten rein, die quasi Go First und Go Second okay sind. Ich würde Talent spielen, weil aktuell jeder Handtrap startet. Ich würde Und wenn du Lightning Second gehst, ist sie Storm. sowieso gut. Ja, ich würde Lightning Storm raustun. Aus dem Sa Ja, egal, das halt, der gucken wir später Ja, noch. machen wir es aber das Main Deck fertig. Die andere Main Deck Karte. Wahrscheinlich Nip. Ja, der ist High Ja, Impact. wahrscheinlich Nip. Ein Talents raus, dafür Called by Dave rein. Called by Dave ist gute Karte. So, wir könnten das dritte ins Side Deck tun. Das kann man auf jeden Fall machen. So, Dann was auch mal sonst im Side Deck ist die Frage. Lightning Storm raus, Pankratops raus, Nicorelli hat durchaus F Targets. Necro Valley raus. Sicher? Ich weiß nicht, was du damit willst. Die ganzen Revives von Snake Eyes und Fire King verhindern. Das setzt Auch, dass du voraus, first gehst, ja. dass du first gehst und dass du irgendwie spielen darfst, also so grundsätzlich, also ich würde da lieber sowas wie Anti-Spell oder so reintun. Weil du musst ja spielen können, du dann Necro Valley. Stört Necro Valley wirklich? Ja. Der darf dann. Also, Wer kommt denn ich sag nicht, dass Anti-Spell nicht stört. Aber Necrovelli hat schon durchaus seine Targets. Klar, Anti-Spell ist auch eine super Karte. Ich überlege gerade, wie weit der dann kommt. Ja, es kommt drauf an. Das hängt nur davon an, was genau er hat. Und ich weiß nicht, ob die im Extra-Deck Removal für Necro Valley spielen. Access Code oder sowas. Weiß ich nicht, ob die da spielen. Und Weil er darf Necro. schon relativ weit spielen unter Necro Valley. Ja, aber unter Necro Ready auf Access Code geht es, aber dann aber hartes Minus. Klar. Dafür muss doch erstmal im Deck sein. Ich weiß nicht, wie weit die unter Necro Valley spielen können. Aber das Problem ist auch, wenn wir mit einem Tryhard-Setup und Necro Valley auf dem Feld beenden. Wir machen im nächsten Zug straight gar nichts. Ne? Wenn der Tryhard sich nicht aus der Extra-Deck-Zone, also aus der Extra-Monster-Zone verkrümelt, haben wir keinerlei Effekte. Weil der Tryhard-Revive ist das Follow-up. Und das haben wir dann nicht mehr, wenn Necro Valley aktiv ist. Das ist richtig. Wir müssen dann einen neuen Field Spell benutzen, um Necro Valley wegzuhauen.
Ja, und Adventurer Follow-up haben wir auch nicht. Also, zumindest nicht im Sinne von, dass wir einen neuen Token suchen dürfen. Ja gut, das haben wir unter Necrovalley, das haben wir unter Antizuella auch nicht, aber ich sehe das Argument mit Tryhard. Ja, also das ist halt quasi das, was mich jetzt so ein bisschen stört. Deswegen, ich würde wahrscheinlich Necrovalley raustun und durch Antispell ersetzen, wenn man eine Going... Ja doch, da doch, man kann Nibiru schon raushalten für eine Going First Karte. Ja, dann so. 3 Cosmic. Und dann 3 Ashes. Weil du brauchst Ash immer noch gegen random Blödsinn. Ja, es gibt schon dann, Möglichkeiten, wenn man sagen will. Du willst also nicht, wir und dann sind bei, fliegt einfach das Talents aus dem Side raus. Ja, machen wir es so. Oder das oder Evenly. Weil Evenly ist aktuell auch so. Also, das bringt halt gegen Feuerdecks nichts. Ja, das hättest du es halt nicht rein. Aber die Frage ist. Ja, gegen ist so, alles andere bringst du dann noch weniger. Weil alles andere hat Omni-Negates. Ja, dann ist so gesehen das Talent besser. Weil wir machen den gleichen Job, den Omni-Negate rausbaiten. Und falls du noch was anderes hast zum Omni-Negate baiten, mach dann Talents mehr. Ich würde wahrscheinlich die. Nee, warte. Pack mal Talents und die beiden Evenies raus. Wir packen dafür 3 Droll rein. Gegen oh ja, den stimmt. So. Extra Deck. Ich lass mir eingehen, dass man mal auf 3 Tryhard bleibt, weil vielleicht braucht man das in irgendwann mal. Ich würde die Dragostapelia oder den. Also es sind so viele Superpoly-Targets. Oder den Starving Venom raustun. Einen von den beiden. Also oder, gegen, oder vielleicht sogar beide. Gegen Fire ist beides Kacke. Gegen Fire ist beides Kacke. Ja, raus damit. Gegen Voiceless, ja, was gut ist, ist Earth Golem Etik Nister. Voiceless hat nochmal welche? Voiceless Voice ist, da läuft Garura rein. Da, Garura oder Mudragon. Nein, mir ging es gerade nur darum, ob die vielleicht ein Target bilden. Nee, die sind alle Licht. Kein Darkness Monster. Nee, die brauchst du nichts extra. Okay. Nee, Earth meintest Golem, du, weil du einfach sagst, Cybers Monster und Link Monster. Der hat durchaus Targets, ja. Und ja, verhindert random OTKs. Der funktioniert gegen manche Sachen. Ja, zum Beispiel gegen Salaman Great, I guess. Ja. Wobei ich jetzt offen gestanden auch nicht weiß, ob man den braucht, weil wenn man sich darauf einigt, dass man gegen Feuerdeck sowieso Superpoly gar nicht reinzeiten will, dann brauchst auch kein Superpoly-Target für Feuerdecks. Ja. Na? Irgendwie. Ich meine, wir müssen nicht, wir können auch mit 2 Superpoly-Targets belassen, weil die 2 funktionieren halt gegen das meiste. Ja, dann würde ich einen Cross-Sheep reintun, weil das funktioniert und dann noch eine IP. Achso, wegen dem ja, meinst du? Ja. Ja. Das zählt als Fusionsbeschwörung, oder? Cross-Sheep sagt, glaube ich, nur, dass... Achso, Cross-Sheep sagt, glaube ich, gar nicht Fusionsbeschwörung, ne? Ich glaube, Cross-Sheep interessiert sich nur dafür, dass ein Fusionsmonster beschworen wird. Ja. Ja, okay. Ja, dann ist das durchaus eine Kombi, die man machen kann. Ja, und dann einfach IP, weil IP... Mal IP. Ja, SP soll man ja nicht reintun, hast du gesagt, weil du keine hast und keine anschaffen willst. Ja, aber willst, IP aber... Underworld Goddess ist immer noch okay. Eben. Genau. Dann das ja, ich meine... Dann würde ich wahrscheinlich noch statt dem BLS ein Unicorn reintun, weil ich... Keine Ahnung. Ich sehe nicht, wann wir den BLS jemals brauchen sollten. Der ist halt ein großer Stock... Der gegen ein paar Sachen geschützt ist, wenn du ihn mit einem von den Kashtiras holst. I guess. Vielleicht kriegt der Gegner ihn nicht geoutet. Es gibt halt ein paar Decks, die ihn nicht geoutet kriegen. Ja. Ich weiß nicht, ob Feuer den wegbringt. Also er kann, was ist denn alles geschützt? Er kann nicht durch Kartenwächter zerstört werden und nicht getargetet werden. Und sobald er einmal angegriffen hat, hat er zu viel Attack, um... Oder du banishst das. Ja, ich weiß nicht, ob Voiceless Voice den wegbringt.
Ja, Voiceless Voice weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob Feuer, wie sinnvoll Feuer den wegbringt. Von daher, wegen mir können wir es ausprobieren. Okay, dann testen wir es mal so am Freitag. Bis dahin. Bis dahin. I'm gonna go get some more.